Gesellschaft erwartet von uns, dass wir mit neuen Ideen kommen. Und da versuchen wir einfach nicht nur anzugucken, was könnte dann in 50 Jahren möglich sein, ja, oder irgendwelche revolutionären Technologien auszuprobieren. Das machen wir auch, halten wir auch für sich sehr wichtig auf der Forschungsseite. Aber Klimawandel bekämpfen bedeutet auch Schnelllösungen zu bringen. Und wir sehen aktuell bei den SAF, also den Sustainable Aviation Fuels, sehen wir einen sehr, sehr großen Benefit, wenn es um die CO2-Reduktion geht. Wir sehen aber auch, dass es sehr schnell umsetzbar ist. Und das ist für uns in Kombination sehr wichtig. Bei der Kampagne Climate finden die weltweit ersten Emissionsmessungen mit einem Turboprop-Flugzeug statt. Das Besondere dabei ist, dass die Turboprop-Maschine, die D328, dass die mit synthetischem, aromatenfreien Kraftstoff betrieben wird. Und wir haben in Summe beim DLR 13 Forschungsluftfahrzeuge und ein weiteres Luftfahrzeug des DLRs fliegt mit wissenschaftlichem Messequipment hinterher und schnüffelt sozusagen. Bei früheren Projekten konnten wir finden, dass der Einsatz von nachhaltigen Luftverkehrskraftstoffen zu einer Reduktion der Rußpartikelemissionen, der Eiskristalle in Kondensstreifen und damit der Erwärmung von Kondensstreifen führt. Kondensstreifen im Luftverkehr wärmen ähnlich viel wie das CO2 aus dem Luftverkehr. Das heißt, für die zukünftigen Flugzeuge und Triebwerksgenerationen und für zukünftige Kraftstoffe ist es wichtig, neben CO2 auch die Nicht-CO2-Effekte zu reduzieren, Partikel und Kondensstreifen. Hier testen wir jetzt nicht Biokraftstoffe, sondern synthetische Kraftstoffe, die ebenfalls sehr aromatenarm sind und möchten die Auswirkungen auf die Atmosphäre und das Klima beproben. Die Aufgabe besteht hier darin, direkt hinter dem emittierenden Flugzeug im Abgasstrahl zu messen und das in sehr geringem Abstand, was gewisse Herausforderungen mit sich bringt. Weil man muss sich das so vorstellen, dass das wie wirklich eine dynamische Wildwasserfahrt ist. Und wenn man in dem Abgasstrahl dann selber sich bewegt, kommt dann nochmal so ein Presslufthammer dazu, der einem Schläge nicht nur in die Magengrube versetzt, sondern auch wirklich eine sehr hohe Belastung für die Struktur des Flugzeugs darstellt. Und mit diesem Messflugzeug, was wir hier sehen, mit der Falcon 20, hat das DLR eine Plattform zur Verfügung, die es in die Lage versetzt, weltweit wirklich als einzige solche Flüge derzeit überhaupt durchzuführen. Nachhaltige Luftverkehrskraftstoffe haben einen doppelten Vorteil für das Klima. Neben dem CO2-Fußabdruck, der reduziert wird, werden auch die Kondensstreifen reduziert. Deshalb ist ihr Einsatz für die Zukunft besonders wichtig. Wir machen dieses Projekt, um dabei Informationen zu sammeln, wie man den zukünftigen Luftverkehr klimafreundlich gestalten kann.